eh keiner an. Spreche ich also für mich selbst. Also im Grunde, ja, könnte ich das Mikrofon stumpf halten. Das würde keiner mitbekommen, das kennt keiner anschauen. Denk mich zumindest. Also das ist ja wirklich gerade eine sehr interessante Sache. Da der Typ ja einfach nicht sterben will. Egal was wir machen. Er lebt einfach weiter. Ich frage mich eigentlich, wie viel HP die haben. Das muss ja an die 1000 sein. Na okay, das ist ein bisschen viel. 1000 ist ein bisschen viel. Aber weit über 500, denke ich mal. Weil wir machen ja öfters mal über 10 Schaden. Tja. Der hat da noch eine Menge Leben eigentlich. Aber es ist doch schon mal rot. Also haben wir es gleich geschafft. Und meine Maus kann sich etwas beruhigen. Für ein paar Mütchen, Kündchen, keine Ahnung. So, haben wir es gleich. Hoffentlich, endlich, keine Ahnung. Oh, vorgelaufen. Au! Das war nicht lieb von dir, mein Freund. Ganz und gar nicht lieb. Dafür brauchst du aber geschlagen, hä? So. Ganz fröhlich, bis daneben nicht mehr da ist und die Leiste farblos normalem schwarz versinkt. Irgendwie so halt. Keine Ahnung. Oh, die Leiste hat sich bewegt. Ich hab's gesehen, Wahnsinn. Schöner langer Kampf. Ist das nicht wunderbar? Sowas will doch echt jeder haben. Einfach nur episch. Vor allem, weil ich so viel angegriffen werde. Der macht so viel Schaden an mir. Das ist echt Power. Das überlebe ich niemals. So viele Tränke, wie ich bei dem schon nehmen musste. Ist echt, das schaffe ich niemals. Der ist echt zu mächtig für mich. Okay, im Nahkampf wäre er zu stark. Den soll man ja eigentlich nicht besiegen. An den soll man ja eigentlich bloß vorbeilaufen. Was wir ja nicht machen. Wir widersetzen uns dem Spieleentwickler. Wir sind böse. Wir sind böse, böse Menschen. Ich. Denn ich widersetze mich dem Spieleentwickler. Das ist ja aber. Oh, das ist überhaupt nicht fair von mir. Auf keinen Fall. Mann. Aber irgendwas muss er sich ja dabei gedacht haben. Weil wenn man dann mal guckt, wie viel Erfahrung die Viecher geben. Guck mal, wir haben jetzt nur noch 108. No, wir haben 180. Oder? No, wir haben 180, aber. Und dann gucken wir mal, wie viel wir haben, nachdem er tot ist. Irgendwas muss sich der Entwickler bei diesem doch schon gedacht haben. Vielleicht für die, die sich die Zeit nehmen, die zu killen, weiß ich an Erfahrung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich es toll. Denn es macht am Anfang nicht viel aus. Vor allem werden wir die Erfahrung dann mehr als genug brauchen. Vor allem die Fähigkeiten, die wir uns mit Erfahrung kaufen. Da es dann im Hause Partien erst so richtig abgeht. Und da die Party erst richtig am Kochen ist. Wo ich mich wahrscheinlich erstmal wieder mit richtig vielen Tränken entdecken muss. Hoffe ich jedenfalls mal nicht. Weil Geld hätten wir dafür keine. Sehe ich gerade so.
Wir haben Fuju gleich besiegt. Wenn du jetzt nicht solche Mätzchen machen würdest, komm her. Ah. Es geht tot. Irgendwo muss das doch mal ein Ende haben. Und zwar ist, wenn die Leiste leer ist. Die gleich leer ist. Denn Fuju hat nicht mehr so viel Leben, wie man an der richtig großen Leiste sehen kann, die vielleicht einen Millimeter beträgt. Haha, nein, Spaß. Vielleicht ein, zwei Bildpunkte? Ja, mehr. Vielleicht sogar mehr. Jedenfalls ziemlich wenig. Und diese Leiste, diese kleine Leiste zieht sich noch. Und wir haben es geschafft. Und wie viel haben wir erworben? Ganze 790. 98.000. Also fast 800.000. Und wir haben ein schönes Schwert bekommen. Juhu. Aber kein Level Up. Schade. Ah ne, wir haben zwei Level Up bekommen sogar. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Stärke 25. Haben wir. Wir brauchen Geschick 25. Haben wir. Reaktion haben brauchen wir 25. Haben wir. Ehre brauchen wir 15. So. Was brauchen wir dann? Waffen brauchen wir 5. Fallen brauchen wir 3. So. Das hätten wir. So, was mache ich jetzt? Intellekt mache ich höher. Ich gehe hier die Stufe höher. Gehe ich auf Stufe 5? Ebenfalls Stufe 5. Parieren und Handeln mache ich hoch. Wirtschaften. 5. Machen wir das hoch? Ja, 5. Machen wir mal auf 40. 30. 58.000 haben wir noch. Ich glaube, wir brauchten sogar noch Runenmagie. Wir gucken mal, wie weit wir die machen können. Okay, das war's schon. Reparieren will ich nicht. Na, okay. Machen wir mal hoch. Vielleicht hilft's uns im Notfall. Wissen es ja nicht. Körperbeherrschung. Ja, nehmen wir mal mit. Und das war's. So, dann gucken wir mal. Neue Ausrüstung. Neue Hosen. Na, der hat noch Strafe 1. Schade. Die Schulterplatten können wir jetzt tragen. Die Schilder nicht. Die habe ich auch nicht geskillt. Was hat denn das? Parkieren 5. Ja, das lassen wir drinne. Die Zauberwaffe lassen wir auch drinne. Die brauchen wir ja. So, dann geht's weiter. Wir haben es endlich geschafft, gegen diesen Geist zu gewinnen. Nach langen Kämpfen. Ja. Haben wir es erst endlich nun geschafft. Und können endlich weiter. So. Hier wird das jetzt nochmal spaßig. Ist der Gegner, der da hinten kommt, spaßig. Gegen den haben wir nämlich eigentlich keine Chance. Jedenfalls nicht im Nahkampf. Man sieht, oh, eine Kiste. Ja, die ist machbar. Vor allem so schnell, wie die Leiste jetzt voll geht. Oh, ist. Das war jetzt aber schwer, ey.
komm her, komm her. Bisschen Magie für dich. Gegen die du resistent. Ah, nicht gut. Magieresistente Gegner. Sowas liebe ich ja. So. Was haben wir denn hier? Ebenfalls so schwer aufmachbar. Mann. Das sind Kisten, die... Oh, das ist echt unmöglich, die zu schaffen. Wie will ich das machen? Das geht doch viel zu schnell für mich. Oh. Und diese Siegel müssen wir hier finden. Tschüss. Wir gehen mal. Da waren wir drinnen. Gibt's hier drinnen was? Ich weiß es nicht. Deswegen laufe ich eigentlich immer über die ganze Karte. Nein, hier ist ein Spawner. Wir spawnen aus die Gegner. Mach mal kaputt hier. Oh. Oh oh. Die Gegner mag ich nicht. Also müsste hier auch ein Spawner drin sein. Hier haben wir eine Kiste. Ja, die machen wir doch gleich mal auf. So. Und so. Oh, ein celestischer Kristall. Ja, das ist das Böse an dieser Hexe. Die macht halt wirklich fiesen Magieschaden. Und gegen den kann man sich nicht wehren. Es ist... Oh oh. Lass mich hier raus! Kann ich... Was habe ich denn eigentlich für einen Kristall bekommen? Kristall des Friedens. Lass uns jetzt schon mal nicht in Ruhe. Hat da vorzüglich geklappt. Was sollst du machen? Okay, dann erlebt es. Hier ist eine Kiste drin. Haben wir die schon aufgemacht? Ja. Roter Schuss. Wir rennen hier durch. Das ist... Wir nehmen den Heiltrank, rennen durch. Oh, wir haben eine Waffe vergessen. So, die nehmen wir gleich mal mit. Also, wir müssen diese Siegel, die wir in den Kisten finden, hier einsetzen. Die werden jetzt 100% finden, weil ich ja jede Kiste hier durchsuchen werde. Ich will nämlich die Sachen mitnehmen. So. Entwaffnen. Das brauche ich, das brauche ich. Das habe ich schon gefunden. Wunderbar. So. So. Ah, schon haben wir den Stein der 4 erhalten. Das ging aber schnell. So, haben wir hier was drin, ne? Nein, haben wir nicht. Hier was drin, ne? Ja, haben wir. Ja, wie man sieht, sobald die Kisten ein schönes hohes Level erreicht haben, also sobald man selber im Öffnen schönes hohes Level erreicht hat, macht man die Dinger ohne Probleme mal kurzerhand auf. So, von der Seite gibt es keine Eingänge mehr. Hier nicht. Jedenfalls nichts Interessantes für mich. Und hier... Oh, noch eine Kiste. Schön. Aber einen kleinen Moment, bitte. Ich muss nämlich kurz was machen. So. Jetzt brauche ich was. Was haben wir hier? Das brauche ich und das erste brauche ich. Schön. Weg. Und wir warten wieder, bis das letzte fertig ist. Und weg. Und halt dran. So. Wieder ein Stein dafür geschafft. Wir werden verfolgt. Hilfe. Ist der zu? Nein. Hier ist ein Spawner. Das ist jetzt nicht gelohnt. Da kommt schon der Banshee. Kein freundlicher Gegner. Ja. Kommt gleich hintereinander. Das wird sehr schwer werden. Vor allem, da die Liste ja so schnell geht.